Liebe Brüder und Schwestern, die Herrlichkeit Christi ist heute erschienen. Immerfort leuchtet sie unter uns auf, bis der Menschensohn wiederkommt. Nach dem Fest seiner Geburt und seiner Erscheinung schauen wir aus nach den drei österlichen Tagen, den Feiern seiner Kreuzigung, seiner Ruhe im Grabe und seiner Auferstehung von den Toten. So kündigen wir euch als erstes das Fest aller Feste an, den heiligen Ostertag am 1. April dieses Jahres. Jubelnd feiern wir den Tag, den Gott gemacht, und rühmen die Auferstehung unseres Erlösers. Damit auch wir mit ihm auferstehen, begehen wir 40 Tage hindurch das heilige Fasten. Es beginnt am 14. Februar dieses Jahres mit der Feier des Aschermittwochs. Danach schenkt uns der Herr die 50 Tage der Ostern, am 10. Mai das Fest seiner Himmelfahrt und am 20. Mai das hohe Pfingstfest, an dem der Heilige Geist herabkam auf seine Jünger. Am 31. Mai feiern wir von Leichnam das Hochfest des Leibes und Blutes Christi. Die Kirche bereitet sich vor auf das Kommen ihres Herrn und beginnt den Advent am 2. Dezember. Voll Hoffnung erwartet sie am Ende der Zeiten das Kommen unseres Retters Jesus Christus. Ihm gebührt alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.